Willkommen zurück zu Unbound Worlds Apart. So, da darf ich jetzt nicht hoch, aber da darf ich hoch, haha. Hallöchen. Sei gegrüßt, Soli. Ich habe gehört, dass du den Orden der Magier hilfst. Ich erinnere mich an die Zeit, als ihr Speer zum ersten Mal in meiner Welt ankam und Geschenke des Wissens und des Wohlstandes mitbrachten. Das war der Moment, in dem wir merkten, dass wir nicht allein im Universum waren. Plötzlich kam uns unsere Welt so winzig vor. Ich frage mich, ob die Korruption ihren Weg in unsere Welt gefunden hätte, wenn der Orden nicht die Tür geöffnet hätte. Ach, jetzt gibt's uns die Schuld. Ja, moin. Bin ich hier richtig? Ich glaube, hier könnte ich richtig sein. Au! Ja, nice. Okay, warten. Durch da! Nein! Oh Mann, so schnell bin ich doch gar nicht. Ah, wie fies. Obwohl, ich habe noch eine bessere Idee. Bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin echt saudumm. Ach! Mann, ich will das alles perfekt abtimen und dann... Shit, das reicht nicht. Nee, das geht nicht. Mist, 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 Mist. Könnte er als Stein nur ein bisschen schneller gehen. Ha! Ihr wusst wie. Ja. Ja, moin. Yes, das war der Richtige. Okay. Jetzt muss ich hier runter. Wow. Das war relativ einfach, muss ich sagen. So, hier hoch. Moment. Hier gibt es auch hundertprozentig irgendwas. Da komme ich aber noch nicht hoch. Ah ja. Also irgendwas bekommen wir irgendwann nochmal so skilltechnisch, fähigkeitentechnisch, keine Ahnung. Muss sie jetzt lang runter, ne? Ja. Alle fünf Säulen sind nun mit Magie durchdrungen. Gib ihnen einen Moment Zeit, um die Tür und die Tür wird sich öffnen.
Siehe, die großen Minen sind nun dein, um sie zu erforschen. Ich hoffe, du findest dort unten, was du brauchst. Okay. Jetzt sind wir hier unten in den großen Minen. Hier haben wir jetzt erstmal nichts. Was? Okay. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ist in Ordnung. Ich glaube, ich muss vor dem hier rechtzeitig flüchten. Okay, und jetzt in die andere Richtung. Hatte ich Glück. Wow. Ich hatte jetzt gerade schon mit meinem Leben abgeschlossen. Was? Wieso darf ich hier wieder nichts machen? Nein. Meine Fähigkeiten sind eingeschränkt. Sowas mag ich gar nicht. Oh shit. Ich falle hier viel zu tief runter. Oh, aber ja. Hey, vielleicht bekomme ich jetzt einen Doppelsprung oder sowas mal. Wäre schön. Nope. Aber ein Checkpoint, das ist schon mal... Brennenden Schwingen, das muss hier irgendwo über mir sein. Da ist der Schalter. Hier oben sind überall Stacheln. Da kann ich hundertprozentig hoch, weil da komme ich nicht rüber. Okay, ich wollte gerade sagen, scheinbar hätte es jetzt hier irgendwas gegeben. Oh. Nun verstehe ich es. Komm, 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 schieben, 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 schieben. Durch da, Tro, durch da, Tro, durch da. Der geht hundertprozentig wieder zu, oder? Oder? Ach, der wäre nicht zugegangen. Ist in Ordnung. Ist klar. Wow. Nice, man. Nice. Was haben wir hier? Einmal entzündet, werden sich die Feuer des Verrats für immer ausbreiten. Sie, die brennenden Flügel des Betrügers. Oh, ich habe einen Double Jump. Doppelsprung aktiviert, yay.
Das ist cool, das gefällt mir. Ha, schön. Ja, moin. Knapp. Ah, ich wusste, dass es einen Doppelsprung geben wird. Ha, das war so easy. Jetzt muss ich wieder zu dem zurück, ne? Da ist die Stelle, da ist das. Da komme ich her, da müsste ich hin. Also zu dem da. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nach rechts wäre noch was. Das müsste ich jetzt eigentlich erstmal erkunden, oder? Ich meine, es schreit doch gerade danach. Erkunde mich! Erkunde mich! Ich höre Wasser. Sieht auch aus wie teilweise die Tore oder sowas. Der Orden der Magier hat in jeder bekannten Welt ein Kapitel. Jedes wird von einem weisen und mächtigen Wächter beschützt. Vor langer Zeit machten sich die Wächter auf den Weg über das Meer der Realität, um andere Welten durch Einsicht und Magie zum Aufblühen zu verhelfen. Die Steine in dieser Kammer tragen die Namen jener tapferen und großzügigen Seelen, die unsere Realität möglich gemacht haben. Ohne ihre Nächstenliebe und Geduld wären wir jetzt einfach nicht hier. Nimm dir etwas Zeit und zolle deinen Respekt. Wie viele Steine der hier im Hintergrund hat, ne? Soll ich da jetzt stehen bleiben die ganze Zeit, oder? Valiant, Eriu, Nerketschu, Michael Williams. Das sind die ganzen Crowdfunding-Typen. Also alle, die über Kickstarter das Ganze unterstützt haben. George F., Sander, Russell, Blair, Holban, Gabi, Chase. Okay. Nettes Gimmick, die so zu verstecken im Spiel. Wahrscheinlich so, ihr bekommt einen Auftritt im Spiel. Ah ja, ist klar. Okay. Welche Kreatur bin ich oder welches Wesen bin ich? Du bist kein Wesen, du bist ein Stein. Oh, nein, ich bin ein Stein im Spiel. Oh mein Gott. Wie episch. So, Y um zu verwenden. Ich glaube, hier ist jetzt dann wirklich nichts weiter. Gut, hier hätte man wahrscheinlich noch irgendwo nach oben gekonnt und oben wäre noch mehr. Hier geht es hundertprozentig auch weiter im oberen Bereich. Ich würde aber mal sagen, wir müssen hier hin. Also, A drücken. Ja. Die stille Lichtung. Guck mal, ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Ich bringe euch alle rüber. Ich bin so toll. Ey, du bist neu. Soli, dem Meer sei Dank. Du bist unversehrt. Aber wo sind deine Eltern? Oh, es tut mir so leid. Sie waren freundliche, liebevolle Seelen, die sich sehr um dich gekümmert haben.
Seitdem deine Mutter und dein Vater dich gefunden haben, haben sie dich wie einen der ihren geliebt. Sie waren immer so stolz auf dich. Vergiss das nie, egal was die Zukunft bringt. Gut, was hat Brom uns jetzt zu sagen? Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Truhaut rein. Tschüss.